Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16 mit Dave's Gaming Center. Ich grüße euch. Und wir spielen WrestleMania 32. Ein Match steht fest. Weiterhin natürlich die Fehde Dean Ambrose und Brock Lesnar. Die sind schon in einigen Matches aneinander gekracht und haben auch so ein Triple Match gemacht mit Reigns. Ja, stimmt allerdings, ja. Und ja, wie gesagt, Ambrose, kalte Schnauze, ne? Aber trotzdem kann der einstecken wie Sau. Und Brock Lesnar, klar, der lacht über ihn. Es ist das Biest. Ja. Mehr muss man einfach nicht sagen. Ich bin gespannt, was da im Match passiert. Weil das ist auch ein Match, was wirklich passieren wird. WrestleMania 32. Und wir spielen jetzt die Prognose dazu. Genau, ein No-Holds-Barred Street Fight Match. Das bedeutet, also Street Fight bedeutet eben, dass das Match Backstage geführt werden kann, es kann draußen auf dem Parkplatz geführt werden, es kann überall beendet werden. Und Bei es Lilo auf dem wird, Parkplatz. ja, es wird brutal einfach. Das wird brutal, ja. Gerade Und bei Brock Lesnar. ja, auf jeden Fall. Aber ich kann mich noch an ein Match erinnern, das hat, ich glaube, es war mit Cactus Jack. Also Mankind, ne? Das war auch so ein Match irgendwie, so ein Hardcore-Teil, wo die irgendwie Reichszwecken irgendwie auf dem. Genau, das ist Das ja, war. Alter Schwede, das ist ey. ja, Original heißt ja Mick Foley, Ja, genau. das ist ja seine Welt. Reißzwecken oder ein Baseballschläger mit Stacheldraht und alles, das ist einfach Ja. seine Welt. Er ist der Hardcore-Wrestler überhaupt. Das ist recht krass. Ja, oder auch damals dieses Match Undertaker und Mick Foley oder beziehungsweise Mankind. Ja. Hell in a Cell Match. Das war ja so brutal, wo einfach der Undertaker ihn durch den Käfig von oben durchgestoßen hat. Also Mick Foley, ich weiß nicht, wie der das macht. Warum der überhaupt noch lebt. Wie macht er das? Es ist brutal. Und so muss man sich ungefähr Dean Ambrose vorstellen. Er ist schmächtig. Ich meine, warte mal ganz kurz. Warte mal. Oh, sorry. Ja, da warst du ein bisschen zu spät. Ja, warte Aber mal. alles gut. Hebt mich mal. Ja, danke. So. Man muss sich ja mal Dean Ambrose anschauen, ne? Er ist ja ein bisschen schmächtig. Und guck dir mal Brock Lesnar an. Ja. Das ist schon, das sind schon zwei Welten irgendwo. Ist echt so. Aber Dean kann so viel einstecken, das Ja, es ist echt ist krass. unnormal. Der hat so einen Wille. Und deswegen ist er mir auch so ein bisschen sympathisch. Ja, er ist ein Chaot. Er ist verrückt. Ich sag da immer, er ist der Joker von WrestleMania oder beziehungsweise generell von der WWE. Ja, Muss man absolut. einfach sagen, er ist verrückt, aber auch. Alter. Nein, das machst du nicht. Das mache ich jetzt. Pass auf. Ah. Machst du nicht, habe ich gesagt. Aber das mache ich jetzt. Fuck. Okay. Ist alles noch im grünen Bereich? Oh. Ja, natürlich. Suplex City. Übers Ringseil, vor allem. Ja. Und das Blöde ist, ich kann nicht mal kontern. Nee, das stimmt. Ich kann gerade. Ah, Ich habe keine Energie mehr jawohl. dafür. Jetzt wieder. Mache ich Ah, auch gerade. klug. Nutzt er aus. Natürlich. Suplex City, verdammt nochmal, ey. Diese Stadt, die mag ich nicht. Boah. Also man merkt schon, Brock Lesnar ist so ein bisschen verzweifelt gerade. Weil er versucht, Verzweifelt? ja, er versucht alles zu pinnen gerade. Das macht er automatisch danach gleich. Ja, weil du die Taste drückst. Aber nee, eben nicht. Ja, Das macht er natürlich. automatisch. Ja, gibt es das Nee, automatisch. nee, nein, ehrlich, ich drück die Taste nicht. Echt? Also Ja. normalerweise steht dran bei so einem Suplex manchmal, die Taste drücken, ne? Okay, ja, naja. Oh, was?
Ah! Da habe ich den Signature geblockt. Hast du geblockt? Kriegst du auch mal Suplex City. Ja, ja, komm. Ach, ach, guck ja, da, ja. Ach, guck an. Ach, komm, hör auf. Ja, was denn? Der ist ach. C64 da weg, den Atari auch. So. Aua, das tut dir schon weh. Ja, tschüss. Komm, hör auf, ey. Hast du dir selbst zuzuschreiben jetzt? Ah. Er fällt einfach nicht um. Oh, da hat die Dean Ambrose die ja, okay, siehst du? Ja, ja, merke ich gerade. Ich will mal was machen. Ja. Aber ich komm gerade nicht dazu. Alter. Also Brock Lesnar hat da. Oh, mal gucken, da geht mir sehe ich gerade. Nicht aufs Gesicht, nein. Oh, au, oh. Nein, au, oh. Au. Oh. Das tut gerade so ein bisschen weh. Ah, glaubst du. Ja, gut. Ach Mann, warum konntest du das? Was wolltest du denn machen? Ja, das wirst du dann sehen, wenn ich das ausführe hier in dieser Ecke. Ich kann gerade nicht. Oh, das tut weh. Alter. Das ist echt... Diese Loseline, ey. Oh, das war meine Zeit, Entschuldigung. Ich musste mich ganz kurz kratzen, weil ich jetzt gerade so ein bisschen verzweifelt bin. Sehr verständlich. Kratz dich mal. Ja, ich kratze bald ab. Ah. Nee, geht gar nicht. Scheiße. Mist. Okay. Nein. Einfach nur nein. Oh oh. Oh nein. Dirty Deeds. Ich kann ihn eh nicht blocken. Ja, sowas kann wehtun. Sowas kann wehtun. Ach ja. Wie meinst du, wie das wirklich ausgehen wird? Ich denke mal, Brock Lesnar gewinnt. Meinst du? Ja. Also so viel wie Dean auch aushalten kann, aber Brock Lesnar ist einfach... Das ist einfach unmöglich, irgendwie ja. Was zu reißen bei dem. So, Tamir. Ja, ich glaube, Dean Ambrose muss irgendwas Verrücktes tun im Match oder sowas. Obwohl, man muss auch dazu sagen, es ist ein No-Disqualification-Match. Ja, also man kann Tische, Stühle, ja. Alles nutzen. Man kann alles benutzen, genau. So, aber auch Brock Lesnar. Es wird schwierig. Aber ich denke mal echt, Brock Lesnar gewinnt. Genau mit sowas. Ja, ich denke auch, weil der kann, das ist ein Monster, das ist echt ein Monster. Er war damals schon, zum ersten Mal dabei war, ein Monster und es ist schwierig. Ja. Auf jeden Fall. Wenn schon die Undertaker verloren hat gegen Brock Lesnar, also dann das sagt einfach alles. Ah. Mein Gott, ey. Ich muss dich irgendwie am Boden halten. Ach, guck da an. Nee, du musst mich nicht am Boden halten. Also schon okay. Ja. Komm doch. Oh. Ja, muss aber schon so ein bisschen einstecken. Ich muss, beide müssen irgendwie einstecken. Ja. Also die geben sich hier echt nichts. Weißt du, was ich für dich habe? Das Lieblingsinstrument. Ah, dieses, ja, ich sehe schon. Aua. Das Lieblingsinstrument von Dean Ambrose. Wie der einfach nicht umfällt dabei. Auf ein Knie. Ja. Du kriegst. Also. Aua, oh, verdammt. Ja, gut, ich habe auch keine Chance, weil ich gerade nicht blocken kann. Was ist denn das?
Jetzt fällst du. Puh, alter Schwede. Wow, ey. Krass, Mann. Na, warte, was habe ich noch für dich? Na, was holst du noch daraus? Was der. Ach, was. Okay, Mann. Jetzt kommt das alles. Okay. Na, das ist Brock. Andy brings the action back inside the ring. Oh, Mist. Oh. Moment mal. Oh, da hat er. Alter, was? Da habe ich dein F5 geblockt. Na, aber auch das. Scheiße. Oh nein. Dunk. Yes! Oh, was? Oh mein Gott. Na, warte. Da habe ich noch was Feines für dich. Oh, fuck. Alter, der zaubert da alles raus. Nein, schnell rein, um Gottes Willen. Also, ja, hat Glück gehabt. Boah, Alter. Puh. Alter, das ist schon, Brutalinski. Ja, siehst du das, Brock Lesnar? Ja, ja. Oh, mein Gott. Na komm, ich habe auch noch was. Na, okay, lass es fallen, lass sie auch fallen. Okay. Kurz lag ich auf dem Ringseil. So. Tamiro. Nein! Oh, was? Nein, ich bin zu weit weg. Nein! Du hast meinen Finisher geblockt. Sehr gut. Oh, was? Oh. Das ist ein Schlagabtausch, das ist unglaublich. Krass, Mann. Ich kann nicht. Ich bin fertig, einfach nur. Du Scheiße. Was hast du denn gegen Encounter, ne? Ah, so. Ah. Okay. Das tat höllisch weh, Mann. Ja, ja, ist der Sinn der Sache. Ah. Das hat genauso weh. Was zappelt er denn da so? Wow. Ja, weg. Wow, nicht mal bis. Boah, da nicht mal bis ich, zwei. Da hab ich echt Glück gehabt, ey. Alter Finne. Nicht mal bis zwei. Ja, krass. Natürlich. <Na, toll. lacht> Oh, scheiße. Nein, das konnte ich nicht blocken jetzt. Oh, fuck. Was das war Brock Lesnar gerade? Das mag ich nicht. Oh, was? Nein. Glaub mir, Tamiro, ich bring dich zu bluten. Ich bin echt gespannt, wie das Match, in Wirklichkeit abgehen wird. Es wird, ich denke mal, genauso brutal. Ja, ich glaube schon, das wird ein Schlagabtausch ohne Ende. Obwohl, glaube ich. Ah, ja, ich glaube, beide müssen echt einstecken. Ja. Da hat er zwei Finisher, ich geh durch. Wow. Krasse Scheiße, ey. You can see the wear and tear that this fight has taken out of his men. You're right. Such a brutal physical battle. And it's not over yet. Mal sehen, ob ich es bis zum dritten schaffe. Oh, nein, aber so nicht. Back where it belongs, inside the ring. And if Dean
Oh mein Gott, raus mit dir. Alter, das ist echt krass. Wie die sich auf die Fresse geben, ey. Das ist krass. Ja. Das ist richtig krass. Oh nein. Oh doch. Sag tschüss. Verdammt. Nein. Komm hier hoch. Alter. Ich bin einfach nur komplett fertig gerade. Ja, wir sind beide. Es ist echt krass gerade. If he keeps up this pace, this could turn real ugly, real fast. Well, out here you have to be able to think on your feet lightning fast. One mistake, one moment of hesitation, and you could find yourself in a world of hurt. We're looking at complete domination here. Ah, siehst du. Second time we've seen this year. Das ist nicht gut. Anything can happen. Das ist nicht gut. The barricades. Could be used to cause massive damage. Going for the big one. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Suplex City. Und das außerhalb des Rings. Oh, scheiße. Nein, Tommy. Nein, du setzt jetzt nicht diesen F5 ein. Nein. Oh, was? Hätte ich dir auch nicht geraten. Nein. Jawollo. wenn man denkt, man ist so weit. Oh, Mann. Ah, Snap Suplex. Fuiuiui. Okay. Nein, diesen, Ach. Ja, komm, gebe ich dir. Denkst du, ich brauch den? Ja, brauchst du jetzt. Das Laserschwert. Reinster Schlagabtausch. Oh, das ist schon krass. Er hat drei Finisher, Alter. Stimmt ja nicht mit dem. Boah, Mann, ey. Jetzt wird es langsam aber ein bisschen eng. Also für beide, meine ich jetzt. Die können beide nichts mehr. Nee. Boah, scheiße. Wow. Okay, warte. Das haben wir gleich. Aber jeder kontert, was er kann, ey. Auf jeden Fall. Ah. Da liegt schon wieder draußen, ey. Das ist echt, also. Mann, Wahnsinn. Krasses Match, Mann. Alter, Finne. Ah. Das war zu spät. Aber es, wie gesagt, es kann durchaus echt so. Ja, definitiv. Ne? Das wird sowieso so passieren. Ja. Die geben sich echt nichts. Die Kommentatoren sitzen da ganz normal. Jerry King Lawler. Kann man auch jemanden auf den Tisch legen und dann da raufspringen? Das habe ich eigentlich gerade vor, aber es funktioniert einfach nicht. Ja. Weil normalerweise funktioniert das mit dem Finisher. Well, the trick sometimes when you get outside the ring is survival. Boah. The match becomes almost secondary when you get near all this. Nein. Jawollo. Nummer 1. Nummer 2. Triple German Suplex. Yes.
Und die Nummer 3. Oh, wie die Leute auch rufen. 1, 2, 3. Oh, das war eine Fliege. Nein. Also. Oh Mann, ey. And it's Dean Ambrose able to break free. Boah, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Dann gib auf. Nein, never. I will never surrender. Das ist krass, Alter. Das ist das, ich glaube, das ist schon unser längstes Match überhaupt. Ja, das geht in die Geschichte ein. Krass, Mann. Na komm, was suchst du denn da? Oh nein. Ah. In die Nüsse. Aua, Mann. Deine Beine und Hände sind einfach komplett grün. Alles kaputt bei mir, alles. Alter, Mann. Ja, schmeiß das Ding mal weg, das brauchst du nicht mehr. Oh nein. Ich hab eh was Besseres gefunden. Nein. Oh, das bringt nichts, wenn ich da ausweiche. Der rollt sich nur kurz weg, das bringt dann nichts. Aber dann weiß ich das schon mal. Das ist schon mal gut. Okay. Ah, ich geh mal ganz kurz rein, ey. Ja, mach mal. Das glaube ich auch besser für dich. Puh, ich will den Schweiß wegwischen hier. Ich glaube, der Ring wird wirklich so aussehen. Oh ja. Brock Lesnar wird sowieso die Treppe nehmen. Na, ich habe mir schon die Birne hier. Na, Tamiro. Aina. No matter how you look at it, that maneuver is exciting to watch. Dean Ambrose is an absolute master at playing mind games. No love lost between these two. Oh, 9-1. His shoulders are down. 2. And a kick out. And that's all that matters. Was? Oh Mann, Alter. Ja, Mann. Mann. Was frisst du alles? Alter. Oh nein. Na komm schon, bitte. Zu früh, verdammt. Yes. Oh fuck. Boah, nein. Du setzt doch jetzt nicht noch einen ein. Nein, natürlich nicht. Was war das? Boah, was? Nein! Oh, Mann! Oh, komm, ich möchte auch mal versuchen jetzt. Ach. Das gibt's doch nicht, ey. Boah, ist das mies. Oh, was, Alter? Mann. Alter. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig gerade. Bleib liegen, ey. Okay, nochmal. Nee. Ich verzweifle gerade wie Dean Ambrose. Oh, Alter, Reverse ist gerade echt alles. Ich bin gerade echt so drin. Ja, Mann! Willst du mich gerade verarschen?
Es ist krass. Ach, so komm, weg mit dir, ey. Ich muss noch mal, Alter. Das wäre der dritte F5. Ja. Nee, den blockst du. Ja. Weg mit dir. Ich hab dich zu langsam hochgehoben, das war klar. Ich bin die... Oh, Alter. Es muss doch irgendwann mal sein. Verarschen gerade. Adding insult to potential injury there. Quick thinking to avoid that. Jetzt kommt Renner, Schlag am Tausch hier. Es ist echt gerade so. Die geben sich gerade absolut nichts. Ich kann aber auch gerade absolut nichts blocken, ey. Du bist verzweifelt, haben wir auch Renner sein? Oh nein. Oh. Nein! Guck mal dein Gesicht an. Aber. Oh, da hat er ihn wieder, ey. Oh, das Gesicht ist komplett rot. Ja. Kriegt die Krise. Alter, was ist da los? Boah, okay. Alter, Mann, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Alter. Ich kann nicht mehr. Ich guck dir mal den Ring an und was alles da drumherum alles so liegt. Draußen vor allem. Das ist die echt. Beide Ketten sind demontiert. Du bleibst aber auch nicht liegen. Jetzt aber. Ich bin gerade sprachlos. Das ist echt krass, Mann. Scheiße. Ja. Oh Mann, ey. Krass. Alter, Finne. Nein. Oh Mann. Da hab ich schon Atem, Alter. Es ist... Ich mag das nicht, wenn du das machst. Nee, wa? Weil dann weiß ich ja genau, was passieren wird. Aber ich hab's gekonnt. Ah. Oh, Alter. Ah, nein. Oh, was? Puh. Wie jetzt? Was war das? Wie, du bist rausgekommen? Oder wie jetzt? Also eigentlich nicht. Ja, warum? Wieso? Ich weiß es nicht mal, keine Ahnung. Also ich dachte, ich hätte dich... einmal, wenn man blockt, dann also wenn man jemanden covert, dann muss dieses Ding grün sein. Und ich war definitiv nicht im grünen Kreis. Also jetzt war ich drin. Alter, was muss ich noch gegen dies machen? Was muss ich denn noch machen? Was noch? Was muss ich machen? Also ich muss gerade echt einstecken gerade, das ist echt krass. Na komm. Ja, das habe ich mir gedacht. Man mag es beinahe kaum sagen, aber du hast einfach zu viel Energie. So.
Was muss ich machen? Was muss ich machen, dass du liegen bleibst? Ich verzweifle gerade vom PC und das hätte ich niemals gedacht, dass es überhaupt passiert. Was Alter, muss ich Vater, machen? Ey. Das ist ein geiles Match. Das ist ein echt geiles Match. Und die beiden geben sich echt mal nichts. Leg den Stuhl weg, dann leg den Hammer weg. Ah, ja, 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 genau, richtig. Hebst du gleich wieder auf, du Assi. So, Mann. Ah. Und die DC wieder. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Bleib liegen. Alter Mann. Oh, die Idee hatte ich auch. Ja. Nee, 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 nee. Hau hier ab. Geh hier wieder rein. Oh, was? Nein, 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 nein. Oh, fuck. Was muss ich machen? Boah, Mann. Bleib Alter, liegen. Das tut weh. Auf dem Hammer. Ein Superplex. Yes. Oh. Yes! Oh. Ich muss beinahe sagen, endlich ist es vorbei. Dean Ambrose gewinnt gegen Brock Lesnar. Ob das wirklich so der Fall sein wird? Dave, wie hast du das Match empfunden? Ich bin gerade nervlich fertig. Ja, krasses Ding. Das war ein mega geiles Match. Warum? Tamio, sag mir einfach nur, warum du so viel ausgehalten hast. Ja, das ist krass, ne? Das ist schon. Ich bin ein Tier, Mann, ich bin ein Tier. Aber guck dir mal die Oberarme an von Ambrose und von Lesnar jetzt auf dem Bild jetzt. Das ist das Doppelte, ne? Also, es ist krass. Ich bin gerade so nervlich fertig. Wie viel habe ich die gepinnt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja. Und immer wieder kam es so raus. Selbst ein Finisher. Ja, richtig. Das ist echt krass. Also, ich denke mal, im richtigen Match, ich denke mal, dass Ambrose zuerst zum einfachen Spielball wird für Lesnar. Sowieso. Ich glaube, der kommt aber dann richtig ins Match rein und macht ihn richtig platt. Ja. Sodass beide wirklich am Ende so wie wir hier sind, quasi. Und der Ring wird aussehen wie ein Schlachtfeld. Ja, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Ja. Also ich glaube, dass das nicht weit weg ist von der Realität. Gut, es kann sein, dass sie das draußen Backstage umführen, aber so von Leitern, Tischen, Stühlen und alles, wird alles dabei sein. Ja. Ich ja, bin krass. Fertig. Also, würde mich freuen, wenn ihr dafür, für dieses spannende, geile Match, einen Daumen nach oben da lasst, einmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Match so fandet. Und, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war bisher auch das Beste, was wir abgeliefert haben. Oh ja, oh ja. Also, definitiv. Einmal von der Zeit her, das sind 35 Minuten gerade. Das ist krass, Mann. Alter. Aber auch von den Moves her, von der Spannung her, fand ich das selbst. Vom Spielen her auch. Ich fand es, muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt gerade so nervlich komplett am Ende bin, ich fand es extrem spannend. Ja, auf jeden Fall. Das nur vom Spielen her. Also, ja. Wow. Ich habe wirklich alles versucht. Ja. Ihr habt es gesehen. Selbst ein Finisher, ich muss es nochmal erwähnen, selbst ein Finisher hat ihn nicht dazu gebracht, liegen zu bleiben. Nee. Ja, krasses Ding. Wow. Also, wir sagen Dankeschön fürs Zusehen auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Definitiv. Tschüss. Tschüss.